Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und wir stehen auf dem 10. Abschlag des East Lake Golf Clubs in Atlanta, Georgia. Und wir spielen gegen Jordan Spieth, ein Skins Earning. Und ihr seht, dass Jordan ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist, aber nur ein bisschen. Vor allen Dingen habe ich an der 9 einen richtig coolen Chip-In gehabt und das hat mich sehr gefreut. So, wir machen weiter hier an der 10 und sind am Abschlag, haben immer noch die Ehre. Und das Besondere an diesem Platz ist ja immer, es geht immer bergab und dann geht es wieder berghoch. Und hier spielen wir wieder das Fairway den Berg runter. Ja, haben ein bisschen Gegenwind, der den Ball nach rechts drücken wird. Also versuchen wir unser Glück mit der linken Fairway-Hälfte. Und ich wünsche uns wie immer ein schönes Spiel. Ja, so viel macht der Wind nicht, aber wir haben zum Glück genau diese Einbuchtung im Fairway getroffen. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, er macht es uns gleich. Well, that drive's not too bad, but it is down the left side. And if you look up ahead, that hole is cut back left. So yep. Not exactly the best line at it. But it's going to have to come up with something special. 142 yards. This is second. 142 yards left to the hole. Pin sitting in the back left portion of the green. Mm-hmm. Das macht er natürlich wieder fantastisch. So, da sind wir jetzt wieder gefordert. This is a second shot. 138 Yards, aber es geht den Berg hoch. Und wir haben Wind von links. Ja, schön wär's, wenn wir den Ball an den Stock kriegen könnten. Wir müssten nochmal schauen. Links haben wir natürlich einen Bunker. Ansonsten kommt natürlich das ganze Grün ein bisschen runter. Zu kurz dürften wir eigentlich nicht sein. Ja, das gefällt mir nicht. Das ganze Grün kommt runter und dann haben wir da eine Welle. Eisen 9 ist natürlich viel zu lang. Ja, mit dem Grün und mit dem Wedge. Wir werden versuchen, den Ball ein bisschen flacher zu spielen, dass er hoffentlich mehr hochrollt. So, wichtig ist halt, dass er auf dem Grün bleibt. Okay. Well, the easy part's done. It's on the green. The hard part now is a long putt coming up. A birdie putt down to Iona. Well, they often say it's the toughest putt in golf. There's not a lot to it. I think you can take dead aim. Ja, vom Prinzip ist es ein Doppelbreak. Mehr oder weniger. Eigentlich müsste der ziemlich geradeaus reinlaufen. Aber wir müssen halt extrem den Berg hochpacken. Deswegen sagt er die Fahne 43, aber von der Ziellinie, vom Schwung her, müssten wir so tun, als wenn die Fahne bei 70 Feet steckt. So. Gut. Wir versuchen erstmal sozusagen mit der berühmten rechten Lochkante. So. Und dann gehen wir wieder raus auf 70. Wenn wir ihm natürlich ordentlich in einen mitgeben, dann läuft er viel länger geradeaus, also beziehungsweise rechts. Okay. Jetzt sollte er wieder ein bisschen rechts rüberkommen. Ja, läuft am Loch vorbei. Yeah, that's a nice putt. Getting it there up the hill was half the battle. This got there just a little wide of the mark.
Oh. Oh. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich, natürlich aus dem Vorgrün das Tempo zu finden. 15 feet away. Ja, der war gut. Yes, good well there. That's in to save a par. Aber wir spielen jetzt auch zum Paar und können damit das Loch teilen. So, wunderbar. Yard par 3, 11. This one can jump up and bite you. If you miss hit your shot, you're just a little bit offline. You can walk out here with a bogey. Ja, jetzt nochmal ganz kurz zur Erklärung von dieser Spielform und warum wir hier um $25,000 spielen. Beim normalen Matchplay hätten wir jetzt das Loch geteilt und somit wäre das geteilt, hätte jeder einen halben Punkt bekommen. Jetzt ist es ja so, dass dieses Geld von der 10 in die Börse geht und jetzt stehen 50.000 an. Und wenn ich dieses Loch gewinne, dann habe ich im Prinzip auch die 10 noch nachträglich gewonnen, weil ich ja das Geld von der 10 und der 11 einkassiere. Deswegen steht auch hier auf meiner Scorekarte, obwohl wir diverse Löcher geteilt haben, am Schluss 8 gewonnen und 1 Jordan Spieth, weil im Prinzip ja auch 500.000 zu verteilen sind. Das ist so ein bisschen der Unterschied in dieser Skins-Spielform, dass wir hier um dieses Geld spielen und somit ist auch ein geteiltes Loch, besteht immer noch die Möglichkeit, in Anführungszeichen im Nachhinein es zu gewinnen, während beim normalen Matchplay wäre es halt erledigt. So, die Fahne steckt da vorne rechts kurz, natürlich hinter dem Bunker, der das Ganze fangen soll. Es sind 207 Yards und es geht leicht, na, es geht schon deutlich bergab mit 14 Yards. Ja, was man definitiv gar nicht haben will, ist natürlich den Ball im Wasser. Und die False Front ist extrem. Also hier würde sich normalerweise auch anbieten, den Ball eigentlich hinten reinfliegen zu lassen. Und dann mit einem Spin den zum Liegen zu bringen. Aber wie gesagt, was wir definitiv nicht wollen. Bunker wäre noch okay. Aber wir wollen definitiv nicht im Wasser landen. Deswegen sollte er definitiv nicht zu kurz sein. Okay. Oh ja, also er war nicht zu kurz. Boy, this is just way too much club for a front hole location. That was completely overcooked. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe, dass man manchmal nicht weiß, warum er dann wirklich diese Länge hat, die man anvisiert und manchmal wirklich 20 Meter davor liegen bleibt. So. Jetzt muss man aber eben auch dazu sagen, fairerweise, dass es natürlich auch in der Realität nicht so ist, dass ich immer die gleiche Länge schlage, weil ich ja immer auch ein bisschen unterschiedlich an den Ball komme. Das ist ein Pitch. Ein Pitch mit 28 Yards. Ein Drittel wären es knapp 19. Es geht aber dann hier den Hang runter, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, ist halt immer gefährlich, dass der Ball dann auch zum Liegen kommt. Okay. Und jetzt bleib liegen. Ah. Well, Rich, it looked like he just took the normal club that he would have out of the fairway, but you've always got to take at least one less when it looks like a flyer lie. A little conversation, and you've had these before, Frank, between the player and the caddy right there. Maybe they should have gone down club. So, man würde jetzt sagen, Advantage Spieth.
Und wir müssen jetzt gucken, was wir hier machen. Texas Wedge. Es geht ja relativ gerade. Aber wir müssten auf jeden Fall dem Ball ein Gut mitgeben, weil wir durch das Fairway und das Vorgrün müssen. Beim Texas Wedge bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, da wird nie eine Linie angezeigt. Oder erst, wenn ich im Vorgrün liege, also in diesem First Cut, nicht hier. Es ist wie immer, wenn man am Anfang natürlich Gas gibt, nimmt er das Break nicht an. Bricht sofort rechts weg. Die Länge wäre gut gewesen. Oh, just needed a little bit more, but that was beautifully judged from off the green, a very good roll. Und die Chance wird er sich doch jetzt nicht entgehen lassen. And he gets that to drop. Back-to-back pars here on 10 and 11 to begin his backside. We arrive here at the short par 4 12, just 381 yards. Fairway wood off the tee should put you in a great position for that second shot. So, die Folge ist jetzt auch, dass wir dieses Loch nicht zu Ende gespielt haben. Und das heißt, da werden uns später 1000 Experience Points fehlen. Naja. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Augenblick mal. Ja, da stimmt irgendwas nicht. Weil Jordan Spieth hat doch das Loch gewonnen und wir haben ja nicht fertig gespielt. Weil ich ja hier immer noch die Ehre habe mit dem Abschlag. So, wir gehen auf die linke Seite. No issues here. That is into the fairway. So, der ist gut gebounced für uns. Schlägt mit verhältnismäßig wenig Power, minus 9,8%. Und trotzdem freut er sich. Da hat aber das Grinsen im Gesicht. Well, he's left himself 121 yards to the hole. Pin on the left portion of this green, so it will favor a wee draw. Ja, die Annäherung, die hat er definitiv drauf. Pretty good tee shot. He'll play the second shot from the right side of the fairway. Ja, die Annäherung hat er sehr gut drauf. 54er Wedge, da würden wir ziemlich Spin drauf kriegen eigentlich. Mit dem 60er bleiben wir da vorne liegen. Das ist halt eigentlich viel zu lang. Der Wind kann das eigentlich gar nicht so viel rübertreiben. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Doch, der Wind treibt das rüber. Ja, ist doch wieder zu kurz und spinnt ganz schön. Kommt natürlich auch der Hang dazu, dass er direkt in die Fortsprung, in den Hang geflogen ist. All I can say with that, with a short wedge in hand, you'd expect that certainly be much closer than that. Ja, jetzt haben natürlich wir wieder ganz schön Druck, weil wir müssten eigentlich den versenken. Ich kann es kaum vorstellen, dass Spieth seine Annäherung nicht reinbekommt. Auch hier müssen wir wieder extrem den Berg hochpatten. 96 habe ich, glaube ich, gesehen. 96. So, und der Ball geht definitiv und bricht oben wieder zurück. Ich würde linke Lochkante anhalten wollen. Ja. Und dann müssen wir da wieder hoch. 96.
Berghoch 97. Und jetzt müsste er wieder ein bisschen nach rechts. One heck of an effort right there. That would have been the birdie of the day by far. Well done. This will move to his right for birdie. That's the cruelest thing about this game, Rich. I mean, it's just now it's another shot. Ja, da sieht man fast den Marker, wie er überm Loch liegt. So. Also er erzählt uns, dass wir hier rechts anhalten müssen. Yep, good work not to let that get away, and that's in for a par. So, das heißt, das Loch haben wir geteilt, weil den kann er ja gar nicht mehr vorbeischieben. Next, the 431-yard par 4 13th straight away. Two fairway bunkers on the right, really the only concerns here off the tee. Ja, es bleibt dabei. Ich bin ein bisschen irritiert wegen dem vorletzten Loch, wegen der vorletzten Bahn, weil die wir ja eigentlich verloren haben, denn wir haben nicht zu Ende geputtet. Und ich habe hier immer noch, ja. Ja, also wie gesagt, ich bin da etwas irritiert. Das hatten wir auch das letzte Mal schon, glaube ich, irgendwo, dass das nicht ganz gepasst hat. Aber nun gut, wir wissen alle, ein Spiel, eine Software ist nicht immer fehlerfrei ab Auslieferung. Sonst hätte es ja nicht schon das erste Update gegeben. Übrigens, Update, ihr seht es links unten. Ich habe jetzt mal ausgeschaltet hier diese Anzeigen für die Hilfen. Also links unten habe ich das ausgeschaltet. Und ich habe auch schon mal mit diesem Fastplay gearbeitet. Das funktioniert also soweit alles ganz gut. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass, wie gesagt, beim Putten der Grid verschwindet. Das macht es dann leichter beim Sehen. Und ich wünsche mir natürlich schon bald, dass wir diese zusätzliche Kameraposition bekommen für auf dem Grün, dass wir wirklich dann ganz flach auch sehen, was das Sache ist. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil der Wind kommt ja auch von rechts, wenn wir hier reinfaden. Ja, das passt sehr gut. Und wieder mal ein Fairway in Regulation. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. So, mal schauen, ob wir Jordan wieder ausgedrived haben. Er nimmt den Driver und zieht den Ball nach links. Was aber soweit okay ist. 263 Yards Carry, 293 total. Und ich habe den Verdacht, dass ich als nächster dran bin. Looking at 148 to the hole. The pin is in the front right part of the green. Ja, wir haben immer dieselbe Thematik, dass wir hier immer eine False Front vor dem Grün haben und was nicht auf dem Grün landet, rollt runter. So, wir können jetzt versuchen, weil das Ganze nach rechts rollt, die linke Seite anzuspielen mit einem leichten Fade. Der Wind drückt den dann doch gerade. Yep. Okay. So, mit einem leichten Fade. Aber wir müssen halt, wie gesagt, aufs Grün kommen. Das ist die oberste Geschichte und der fliegt mir wieder. Okay. That's a disappointment right there, Frank. Yeah, green light special, really. Come up considerably short. From the left side of this fairway, he'll look over his second. Er geht rechts weg. Das riecht nach Bunker, nach Beach Party. Kurze steckte Fahne. Da bin ich mal gespannt. So, wir müssen wieder denken. Dann gehen wir auf
10. Weil zum Stock kommen wir ja meistens nie. So, das Ganze geht ein bisschen nach rechts mit den Pitches. Ja, aber diesmal hatte er die Chance zu fallen, das ist okay. 3 Fuß für den Pitch ist okay. Digs into the bunker, getting set to play the third shot. That one kind of took off on him. That'll happen sometimes coming out of the bunker, and that scoots right on by. This is an 11-foot putt. Ja, das ist immer ganz schlecht, wenn man im Schatten ist zum Putten, weil man da die Linie nicht gut sieht. Und auch der bleibt wieder an der Kante liegen. Das ist natürlich für uns alles herzallerliebst. Und sozusagen... Okay. Es ist wie immer. Wenn wir dem einen mitgeben, dann haut er uns nicht ab. Über die rechte Luftkante ist okay. Arriving now at the 535-yard par 4 14th. Like the first here at East Lake, this was shortened from par 5 to par 4. With a downslope on the fairway, though, it makes it play a little shorter than its yardage. So, jetzt bin ich mal ein bisschen gespannt. Also das hier ist auch ein wunderschönes Loch, das dann beim Final auch mit Tribünen dann entsprechend gespickt ist. Auch hier gilt es natürlich, Yardage zu machen, hier kräftig runterzuschlagen, dass der Ball hier runterrollt. Und dann sollte er natürlich am besten auf der linken Seite im Fairway zum Liegen kommen, damit wir hier rechts die Bäume nicht im Weg haben. Ja, 565 Yards für ein Par 4, das hört sich wie gesagt extrem an, ist aber wie auch eine Bahn, die halt auch extrem nach unten geht, 28 Fuß an der Stelle. So, wir sehen es hier. Und der Wind hilft uns eigentlich in der Länge, dass er den Ball noch ein bisschen nach rechts rüber treibt. Gut. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen irritiert, weil hier steht ja immer noch 125. Und ich bin der Meinung, ich hatte eigentlich diese Spielbahn gewonnen. Tja, nun gut. Wir werden mal schauen, was am Schluss wirklich dann hier auf der Scorekarte steht. So, der müsste erstmal ganz gut passen. Wir haben 284 Yards Carry. Und jetzt rollt er hier runter, schön auf dieses kleine Plateau. 333 Yards total. Das müsste ein neuer Rekord sein. Also nicht generell, sondern für uns. Mal schauen, was jetzt John macht. Er zieht wieder leicht links rüber. Ja. Yep. Und hier haben wir nicht nur die Gefahr des Roughs, sondern natürlich auch, dass der Ball jetzt unter den Bäumen liegt. Second shot now, 14th hole. Okay. Ja, das war auch schon eine ganz schöne Länge, ganz klar, weil er den Rollen nicht mitgemacht hat. Ich habe jetzt ein Hybrid in der Hand, weil mein Caddy mir das empfohlen hat, aufgrund 230 Yards Entfernung. Das Hybrid schlägt, glaube ich, 238, aber es geht bergunter und ich will den Ball zum Liegen bringen. Und wenn ich hier über die rechte Seite komme mit einem Draw und er in die False Front fliegt, der Wind hat ja auch noch den Effekt. Okay. So, Eisen 4. Wir drawen den Ball. Und dann schauen wir mal, ob wir den da hinten zum Liegen bringen. Die Kurve nimmt er schon mal an. Geht er in die False Front? Er ist zu lang. Er ist etwas zu lang. Well, had a good look at the green,
but couldn't cash it in the rough now, wondering what might have been. Das sieht nach Bunker aus. Das ist ein klassischer Fehlschlag. Aus der Entfernung muss man eigentlich das Grün treffen, aber er war natürlich unter Druck. Er muss ja die Fahne angreifen, um das Birdie zu spielen. So, jetzt haben wir es eigentlich ein bisschen leichter. Wir können wieder aufs Paar gehen. Wir müssen uns also hier jetzt nicht den Wahnsinnsstress machen. 19. 14, wir gehen auf 15. 15, so, jetzt schauen wir mal, ob der... Ja, der Wind ist eigentlich, da spielt ja keine Rolle. Also bei einem Pitch oder sowas spielt der Wind keine Rolle. Die Frage ist jetzt natürlich, wie sehr hält hier das Gras den Schlag wieder auf? Ja, geht auch wieder rechts weg und bleibt... ja. Das war jetzt nicht clever gespielt. The job was to get the ball out of the rough, land the ball on the green. And that did not happen. Genau. Einfach nur aufs Grün zu bringen, um dann einen Putt zu putten. Das wäre der Job gewesen. Blast away at that one. Did well to get it on the green, but double bogey may very well be in the cards. No, that at least was a good putt that could have very well gone in, but he misses by less than a foot. So, wir würden, ja, Texas Wedge, Chip. Wir werden den Ball chippen. So, wir zum Paar. Er spielt auf jeden Fall das Double Bogey. Das heißt, wir müssen eigentlich nur gut drauf kommen. Frank, I think you have to appreciate that he kept his head down and kept his head in the game, and he'll be able to get out of here with a bogey. Hey, I've been watching for a while, Rich, and I haven't seen touch that good for quite a while. Das sollte uns eigentlich reichen, um das Loch zu gewinnen. Und ich bin mal gespannt. Nein. Now to the 15th hole here at Eastlake. So much drama through the years on this par 3. Dreams have drowned here. This is a place where you do not want to experience a watery grave. Habe ich das jetzt gerade richtig gesehen, dass jetzt bei Jordan Spieth 150.000 aufgepoppt sind? Abschlag vor, dann dahin in den Bunker raus, nebendran. Ich bin leicht irritiert, wie dieses System hier funktioniert. Also irgendwie hat das System ein Problem dafür. Oh, da hat er Glück gehabt. That one flirted with the water, comes up short, though it is on terra firma. Also ich versuche nochmal zu rekapitulieren. Abschlag, dann zu kurz, dann in den Bunker, dann aufs Grün mit dem vierten, dann den fünften nicht versenkt, das heißt sechs. Ich habe den zweiten hinters Grün, den dritten und den vierten neben den Stock und ich habe den fünften eingepattet. Eigentlich habe ich das Loch gewonnen. Also ich bin arg irritiert, wie das Ganze auf den zweiten neun hier gerade funktioniert, aber gut, sei es drum. Auch hier könnt ihr mir natürlich mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, dass eigentlich hier dieses Matchplay, dieses Skin nicht so richtig hier durchzählt oder wie das funktioniert. Merkwürdig. So, wir müssen wieder hier aufpassen. Kriegen wir den Ball auf das Grün, wenn wir hier links Mitte Grün? Wir müssen eigentlich nur Mitte Grün. Frage ist dann, wie immer, reicht uns der... Der Vierer ist halt unheimlich weit hinten. Und ich weiß manchmal nicht, warum er dann mal länger fliegt und mal nicht länger. Warum es reichen sollte oder nicht reichen sollte. So, wir werden es hoffentlich gleich wissen.
Das sollte doch reichen. So, okay. Jetzt rollt er natürlich durch. Und deswegen muss man natürlich Power haben, um so ein Grün nicht mit dem Fünfer, sondern mit dem Achter anspielen zu können. Dann kriegt man den Ball auch besser zum Liegen. Okay, wir müssen jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen, wieder zu weit. Dass er uns wieder vom Grün runterrollt. Weil da geht es ein bisschen runter. Wenn er die Welle nimmt, dann rollt er runter. Okay. Wir könnten es natürlich auch mit einem Lobshot, aber wir sind ja... Ja, es wird schon passen. So, wir liegen auf dem richtigen Plateau. Und wir sind als Nächste dran. Elf Fuß und es dürfte eigentlich ein gerader Putt sein, ein fast gerader Putt. Das ist wieder so der klassische rechte Lochkante. So, was hatten wir gerade eben? 11. Ja, rechte Lochkante. So, wenn er ein bisschen mehr nach links geht, ist kein Problem. So. Den sollten wir versenken zum Teilen. So, wir haben noch 4 Spielbahnen. $100.000 sind noch zu verteilen. Die Bahn teilen wir uns wieder. We begin the finishing stretch here at East Lake with a 444-yard par 4 16th. Slight dogleg left. Players must avoid the fairway bunker on the right side to prevent a really challenging approach. So, jetzt habe ich gesehen, wir haben 200.000, Jordan hat 150.000, 100 sind noch zu verteilen. Augenblick mal, 200, 350, 450, ja, das kommt hin. And that's going to sacrifice some distance, obviously, but the 7-wood there got to work out just fine playing for position, that's in the fairway. Ja. 450 sind zu verteilen. Dann hat er das jetzt doch irgendwie verteilt, aber ich verstehe nicht, weil ich hatte vorhin schon 8 Löcher gewonnen und das eine Loch habe ich definitiv gewonnen, wenn nicht sogar 2. Also wie gesagt, mir kommt das alles ein bisschen komisch vor. Aber ihr könnt es gerne mal nachrechnen bzw. dann nachschauen. So, ob ihr tatsächlich auch auf einen anderen Wert kommt. Der Wind treibt uns den Ball nach rechts. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir in der rechten Fairway-Hälfte zu liegen kommen, damit wir an den Bäumen vorbeikommen. So, machen wir ein bisschen mehr, machen wir ein bisschen weniger. Ah, es fällt auch ein bisschen nach rechts, also das sollte doch so passen. Er startet leider rechts. Aber ist okay, solange wir auf dem Fairway liegen. Jupp. ...206 Yards bergauf. Und er droht den rein. Ja, okay. Ja. Bleibt im Rough hängen, aber fast pin high. Prinzipiell nicht verkehrt. Now a second from just under 180 yards. Wir wollen aufs Grün. Es wäre schön an dieser Stelle. Eisen 7. Habe ich dann wieder den Verdacht, dass es nicht passt.
dass der wieder viel zu kurz ist. 179 mit dem Eisen 7. Okay. Wir versuchen den auch ein bisschen reinzudrohen. Ja, da hatten wir ein bisschen zu wenig Power. Ja, sehr gut. Wesens liegt da auf dem Grün. Ist nicht in die False Front und runtergerollt, weil die Gefahr bestand wieder. Realize if you just miss it the middle of the club. By quarter of an inch, you lose 10%. That's right, 10%. Oh ja, das irritiert mich jetzt. Ich hätte jetzt eher gedacht, der geht über rechts. Aber nun gut. Wir haben wieder einen ganz schön strammen Bergauf-Putt mit 61 zum Stock. 84 sollen wir anhalten. Okay. So, 84. Das ist dann die Zielmarkierung wieder außerhalb vom Grün. So, 84. Geht zuerst nach links und dann prägt er rechts rüber, aber wir müssen den Berg hoch. Okay. Oh, der ist zu langsam. Der wird verhungern. Der ist zu langsam, bleibt unterm Loch liegen. That is agonizing. Hit it. So, wo ist mein Marker? Ach, da rechts unten. Oh, da haben wir noch einen guten Wadenbeißer. Aber das müsste ein leichter, genau, die berühmte linke Lochkante. Die berühmte linke Lochkante. So, ein bisschen mehr nach innen, weil das ist eher genau. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. 9. Es geht ja bergauf. 9. Wir müssen echt konzentriert sein, damit wir hier nicht die Löcher verlieren. Es sind ja nur noch 3 Bahnen. And this will be a 5-foot putt here. Und du darfst ihn jetzt gerne vorbeischieben. So, 2 Bahnen sind es nur noch. 26 Yard, par 4, 17. Dogleg left with bunkers and trees on the left. Cutting the corner there is not an option. Ja, das ist natürlich auch so eine klassische Bahn mit dem großen Bunker vor dem Grün. Da muss man einfach Carry draufkommen. Da kann man nicht irgendwie über eine Ecke reinrollen lassen. So, er entscheidet sich. Sieht eher nach einem Hybrid aus. Ja, doch, ist glaube ich ein Holz. So, und das ist... Ja, wenn er Glück hat, rollt er noch in den Bunker. Aber ist nicht. Weil natürlich für einen Profi es besser ist, wenn der Ball im Bunker liegt. Dann kann man clean spielen. So, wir müssen schauen, dass wir den schön platziert kriegen. 335 ist jetzt nicht die Mega. Dann hauen wir einfach nur mit einem... Oh. Wood. Okay. Ach, Quatsch. So. Iron. Hybrid. Ach, hat er sowieso nur das Holz vorgeschlagen. Oh, mit dem Driver. Ne, wir müssen hier oben aufs Plateau. Das wäre gut. Ja, das war jetzt nicht ganz so gut.
Das war ein bisschen zu weit. Ich glaube, wir haben jetzt den Baum vor uns. Getting set for a second shot here at 17. Let's see if he can finish with a good one. This ball in the rough, but a pretty good line. Die Fahne ist auf der linken Seite, rechten Seite. Und das macht es natürlich jetzt noch schwieriger, wenn wir echt hinterm Baum liegen. Always a good shot in the rough, but now a chance for a birdie. So that's a good approach shot. Hätten wir die Kurve spielen müssen. Excellent position. Keyboards, 88 yards. Really good opportunity here. Second shot. Das Wedge hoch anspielen. Tja, die Frage ist, kommen wir da drüber oder nicht? Ja, so kommen wir am Baum, glaube ich, vorbei. Ja, man sieht's schlecht. So. So müssten wir am Baum vorbeikommen. Wir werden natürlich den Ball noch ein bisschen hoch anspielen und wir werden ihn versuchen, aber das wird eigentlich keine Rolle spielen hier in dem Fall. Okay, wir kommen drüber und aufs Grün. Und das nenne ich doch mal einen richtig guten Schlag. A look here for birdie at 17. And there's no space for a lapse in concentration here. Perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two-putt would be a very good result. No. Ja, er musste. Denn wir haben jetzt eine gute Chance, dieses Spiel für uns zu entscheiden und drei Löcher im Prinzip zu gewinnen. Denn das ist auch wieder die klassische linke Lochkante. Das ist eigentlich ein einfacher Putt. $250,000. Und wir haben nur noch eine Bahn zu gehen. East Lake, scene of all that FedEx Cup drama through the years and that $15 million payout. You make birdie, maybe even an eagle, and you're walking away with a sizable check. So, das ist eine ganz spannende 18. Also wenn man da am Finaltag gezwungen ist, noch ein Birdie zu spielen oder gar ein Eagle, dann kann diese Bahn echt alles von einem abverlangen. Ein Paar 5 mit 567 Yards, aber auch hier geht ja erstmal der Drive den Berg herunter. Aber hier muss man aufpassen, dass man auch nicht zu lang ist. Denn sonst läuft man Gefahr, dass der Ball darunter rollt. Idealerweise natürlich dort, wo die 250 Meter oder die 250 Yards Marke ist. Da würde man ihn zum Liegen bringen, das wäre gut. Aber ich will es mal so formulieren, das müssen wir uns nicht antun, dieses Risiko. Wir versuchen ihn aber trotzdem schön hier mit einem Draw reinzuspielen. Der Wind wird uns auch dabei helfen. Und das werden dann schön abgelegt bekommen. Das sieht erstmal nicht schlecht aus. Ja, dann bleiben wir höchstwahrscheinlich hier auf dem oberen Plateau liegen. Und können nicht das Grün angreifen. Aber müssen wir auch nicht mehr. Ja, Jordan tut sich noch ein bisschen schwer, ist sich noch unschlüssig. Soll er angreifen? Soll er aufs Eagle gehen oder nicht? Den Driver hat er in der Hand. Haut dann wieder nach links. Oh, das passt gut. Wird aber im... Und rein theoretisch ist das jetzt eigentlich keine Möglichkeit, das Grün anzugreifen, wenn man da im Rough liegt. Still better than three bills away as he puts forth his second to the par 5. So, das brauchen wir uns eigentlich nicht antun. Wir gucken mal hier, die Landezone ist eigentlich mehr als breit genug. Mit einem Eisen 6 sollte er auch nicht groß rollen. Wir gehen auf ein Eisen 5. Und wenn er ein bisschen nach links geht, haben wir eigentlich keine Probleme. So, sehr schön.
83 Yards zum Loch, das sollte doch kein Problem mehr für uns sein. So, Jordan, 279, ja, für Albatros. Wenn er den einlocht, wäre es ein Albatros, 3 unter Paar. Okay. And that's where you need to be, back into the fairway on this par 5. Third shot, looking for a good one. So, 60er Wedge. Der Wind ein bisschen von rechts. Wir spielen aus dem Fairway, das heißt, eigentlich müsste er gut Spin drauf kriegen. Ja, aber er ist wieder zu kurz. Und das ist so gut wie gar kein Spin. In Golf, you know, you've heard the term mulligan. You'd love that a do over there, wouldn't you? I mean, that's just, that's very poor from that range. Ja, wenn man mit drei Schlägen führt, dann ist man über so einen Schlag mehr als glücklich. Denn ihm wird das Birdie nichts mehr helfen. So this for a finishing birdie at 18. Yeah, and over a putt like this, you've really got to trust the fact you've banked the practice, you trust the process, and certainly trust the line. Ja, ein Birdie hier zum Schluss würde uns noch mal gut zu Gesichte stehen. 34. Geht schon ganz schön bergauf. Ja, tatsächlich, geht ganz schön bergauf. So. Sieht man so gar nicht. 34. Sieht nicht so schlecht aus. Oh, yes. Very impressive right there. That goes down for a birdie. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn er jetzt das Birdie spielt, wie jetzt diese 25 aufgeteilt werden. Yep. So, 11 zu 6, das sind 17. Here at East Lake Golf Club in Atlanta, Georgia. For all of us here at EA Sports, I'm Rich Lerner alongside Frank Nabilo saying, so long, until next time. Ja, und wie immer, until next time, sehr schön. Also, wir sehen 17 Loch, das letzte wurde nicht gewonnen, das wurde auch nicht verteilt. Deswegen auch hier die Börse bleibt im Current Hole 25.000, die bleiben im Jackpot. Nichtsdestoweniger war das also unsere Runde 18 Loch East Lake Atlanta, Georgia. Da findet die Tour Championship statt, dann im August, Ende August. Es war ein wunderschöner und ist immer noch ein schöner Par 70 Kurs mit knappen 6.600 Metern. Das hat man dann schon an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Okay, wir schauen mal, was wir jetzt am Schluss hier noch dazu bekommen haben an XP. Und hoffentlich auch an Skill Points. So, wir leveln uns ab. Bekommen zwei Skill Points dazu. 17.260, weil wir nur 16 Bahnen beendet haben. Ja, wie gesagt, eine komische Sache. Ist aber soweit okay. Wir haben 12 Fairways in Regulation. Wir haben 9 Greens in Regulation. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Und viermal recovered, okay, auch nicht schlecht. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem Kollegen wieder zurückgehen. So, zack. 79. Dann schauen wir mal, wenn wir ihn jetzt hier entsprechend leveln, ob wir dann auf die 80 kommen, dann würde ich in den Karrieremodus gehen. So, weil... Ach, zwei, wir haben zwei. Ich wollte eigentlich drei, um beim Putten noch ein bisschen stärker zu werden. Aber auf der anderen Seite haben wir immer noch das Thema mit den Approaches. Wo können wir denn da noch vernünftig was reinbuttern? Short Game Recovery. Ja, dann machen wir hier einfach noch einen dazu bei Control.
Dann machen wir noch hier einen dazu. Bei Recovery. Dann hoffe ich, dass unsere Bunkerschläge und Pitches alle noch ein bisschen besser werden. So, und was ich hier ein wenig schade finde, ist jetzt eigentlich der Umstand, dass man hier dieses Level nicht sieht. Und darum werden wir jetzt hier nochmal reingehen. Quick Play. Und dann schauen wir mal, was er uns anzeigt. Ja, 79 noch. Aber wir schauen mal, wo unten Ian Poulter ist. 78 und Cameron Champ 78. Und wir wären dann hier zwischen den beiden. Und das bedeutet, Freunde, ich bin der festen Überzeugung, wir können langsam, aber sicher in den Karrieremodus starten. Und ich denke, dass wir ganz normal hier auf der Amateurs beginnen werden. Nichtsdestoweniger, Freunde, freut euch. Ich freue mich auch. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier diese Back 9, wo wieder interessante Schläge dabei waren und auch interessante Erkenntnisse. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo. Ansonsten schreibt mir es doch in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet und welche Erfahrung ihr mit diesem Spielmodus gemacht habt. Lasst mir doch bitte ein Däumchen da, ich würde mich sehr freuen, das hilft dem Kanal. Ich bedanke mich, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet, wenn wir in den Karrieremodus loslegen und starten. Und bis dahin sage ich wieder mal Tschüss, ciao, cheerio und wünsche euch allen weiterhin ein schönes Spiel.